Der Rohstoffgipfel ist im Moment vor allem deswegen relevant, weil natürlich eines der großen gesellschaftlichen Diskussionen ist, wie können wir nachhaltiger leben, wie können wir besser leben. Und ein wichtiger Bestandteil dieser Diskussion sind Rohstoffe. Und wir müssen uns natürlich heute schon überlegen, was wir in 10, 20, 30 Jahren brauchen, weil sonst haben wir es nicht, wenn es notwendig ist. Wenn wir Ressourcen schonen wollen, müssen wir die richtigen Rahmengesetzgebungen setzen. Wir müssen es schaffen, dass die Politik Ziele vorgibt, dass die Politik weite Rahmen vorgibt, die eine Technologieoffenheit ermöglichen, um die Probleme und Herausforderungen, die wir derzeit haben, am Ende auch bewältigen zu können. Wir müssen wissen, was die Herausforderungen, was die Möglichkeiten sind, damit wir technologieoffene Rahmen setzen können. Und die Aufgabe der Industrie ist es natürlich, uns zu sagen, was sie braucht, damit wir weltweit erfolgreich sind mit ökologischen und nachhaltigen Produkten. Im Thema Ressourcenschonung haben wir ganz viele tolle neue Ansätze auch heute schon gehört. Da ging es ums chemische Recycling, jetzt gibt es biologische Recycling, es gibt CO2 als Rohstoff zu verwenden. Dazu gilt es hier in Europa, die richtigen Rahmengesetzgebungen zu setzen, damit wir die Ideen, die wir heute schon gehört haben, auch morgen am Markt sehen.